Ja, schönen guten Tag. Wir sind wieder hier bei der Lernwerkstatt Vogt mit dem zweiten Gedächtnistest. Diesmal allerdings mit Gedächtnistechnik, die sich, wie Sie gleich feststellen werden, Almut heißt. Ich hoffe, Sie haben den Test 1 bereits absolviert. Denn ohne diesen Test macht es keinen Sinn, jetzt den nochmal zu machen, weil wir wollen ja einen Vergleich haben. Und ich hoffe, dass Sie Ihre Frustrationsgrenze nicht zu sehr überschritten haben. Denn das sind natürlich Wörter, die in keinem Zusammenhang stehen und das mag das Gehirn nicht. Das bedeutet, also es war unglaublich schwer. Aber zum Vergleich ist es natürlich sehr, sehr gut. Hätte ich gefragt, Briefbote, Paketdienst oder Telegramm, dann wären Sie wahrscheinlich auf Paketdienst gekommen. Aber dieses Wissen wäre dann passiv gewesen. Also, Sie hätten es nicht so weiter zur Verfügung gehabt. So, auch diesmal bitte nichts mitschreiben. Auch diesmal werden wieder 25 Begriffe gelernt. Hinzu kommt allerdings, dass meine Stimme dabei ist und dass ich Assoziationen bilden werde mit den Bildern, die ich Ihnen zur Verfügung stelle von den Almutlisten. So, wir werden das jetzt natürlich ein kleines bisschen länger machen. In dem Fall also nicht 10, sondern 16 Sekunden. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal einen dritten Test machen ohne meine Gespräche und dann werden Sie also noch einen besseren Vergleich haben. Das hier ist übrigens die Almutliste, in dem Fall Eis und Schnee, und wir werden diese 25 Bilder brauchen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Diese Bilder sind später noch mal da, sodass Sie dann also auch noch mal mithilfe dieser Liste das rekapitulieren können. Die sind alphabetisch sortiert, demzufolge ist es relativ leicht. So. Ja, kann sogar sein, dass es ein bisschen mehr als eine Minute ist. Also machen Sie sich keinen Stress. Jetzt geht es erstmal zum Demonstrieren, wie leicht das eigentlich ist. So, natürlich haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie meine Stimme stört oder wenn ich Ihnen zu viel reinquatsche, dann drehen Sie einfach auf leise und machen sich Ihre eigene Assoziation. Meistens sind die ja noch viel besser. So, ich zeige Ihnen jetzt, wie ich es mir merken würde. Also, Bleistift müssen Sie sich merken, Ausrutschen haben wir zur Verfügung. Sie rutschen aus auf Eis und landen in der Schneewehe und in Ihrer Hosentasche ist ein Bleistift. Und der bohrt sich jetzt in diesen Oberschenkel, was richtig weh tut. Tut mir sehr leid für Sie. So, jetzt sind wir beim Weißstorch. Den setzen wir einfach vorne in den Bob rein und mit seinen ausgebreiteten Flügeln bremst er natürlich den Bob aus. Weißstorch, weil er ja im Schnee ist. Die Leute vom Curling, die nehmen diesen Stein und ersetzen ihn durch den Fußball, was natürlich viel leichter ist, wenn man denn nachher weniger wischen muss. Allerdings das Ziel ist schwerer zu treffen mit einem Fußball. So, vergessen Sie nicht, am 21. Dezember Ihre Leiharbeiter wieder zurückzubringen oder zurückzugeben. Die haben dann nämlich Urlaub bis Silvester. Sie haben sie sich ja auch nur ausgeliehen. Der Eishockeyspieler hat Hunger, deswegen begeht er einen Foul, kriegt eine 2-Minuten-Strafe und isst dort in aller Ruhe sein Brot. Und zwar nennt er das immer seine Brotzeit. Er wird immer einmal Foul machen, um Brotzeit zu haben. Und sie haben ordentlich Gewinn gemacht in der Firma und fahren mit ihrer ganzen Belegschaft zum Fjord und hauen den Gewinn wieder auf den Kopf. Viel Spaß in Norwegen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es gemerkt haben. Ausrutschen. Was steckte in Ihrer Hosentasche? Wer fuhr vorne im Bob mit? Was für ein Sportgerät nutzten die Curler? Was muss man am 21. Dezember zurückgeben? Was machte der Eishockeyspieler auf der Strafbank? Und was feierten sie am Fjord? Sie sitzen in einem Restaurant und plötzlich kommt ein Gletscher vorbei und bestellt einen Eisbecher. Sie müssen den Vergaser wechseln und damit Sie sich nicht die Hände schmutzig machen, ziehen Sie sich
Handschuhe an, zu blöd, dass sie Fausthandschuhe haben und dass sie sich auch noch das Gas merken, also Vergaser, da füllen sie die Handschuhe einfach mit Gas. Sie bauen sich mit Fatih ein Iglu und hinten dran bauen sie sich gleich noch eine kleine Toilette und natürlich darf dann nicht die WC-Ente fehlen. In einer Sportreportage zieht sich der Sportreporter die Jacke aus, weil es so eine hitzige Debatte ist. Und dann vergisst er so praktisch dort hängen. Der Sportreporter vergisst also bei der Sportreportage. So, sie sind zum ersten Mal in ihrem Leben mit Chia eine Kurve gefahren und nicht hingefallen. Und das schreiben sie natürlich in ihr Erfolgsjournal, was sie jeden Tag führen. Erfolg. Erfolg, Erfolg und das schon so. Und dann haben wir hier den Langläufer, dem die Hose rutscht und er bittet einen Passanten, der ihn anfeuert, um seine Hosenträger und damit gewinnt er auch noch. So, kontrollieren wir wieder. Der Gletscher, das war doch der, der vorbeigekommen ist, während sie in einem was sitzen. Mit den Handschuhen wechseln sie etwas, was irgendwas mit Gas zu tun hat. Am Iglo wird hinten eine Toilette gebaut und die Toilette, da brauchen wir. So, die Jacke gehört eigentlich einem Sportreporter. Und was macht der? Okay, geht schon weiter. Die Möhrennase. Also Impressum. Im Impressum des Schneemanns muss drinne stehen, wo er die Möhrennase herbezogen hat, von welcher Lieferfirma. Sie wollen zum Nordpol einen Brief schreiben und brauchen dazu natürlich eine Briefmarke. Und diese Briefmarke ist außergewöhnlich, sie kostet nämlich 1.253 Euro. So, in Ermangelung eines Ohrenwärmers, und es ist draußen wirklich sehr, sehr kalt, nehmen sich manche Menschen Marmeladenbrötchen, hauen die sich auf die Ohren und dann ist es für eine Weile auch ein bisschen wärmer. Tja. Ein Pinguin kommt in einen Schuhladen und möchte Pinguinschuhe kaufen und dann sagt ihm der Verkäufer natürlich, na, da musst du schon in einen Pinguinschuhladen gehen. Ja. Im Heute-Journal gibt es einen Wetterbericht und der berichtet heute von einer sensationellen Verlaufskurve in der Quecksilbersäule, nämlich von 30 Grad plus auf minus 20 Grad ist das die Temperatur gesunken. Und die Rodler kommen in einen Schneesturm. Das Kind geht fast verloren durch den Schneesturm und sie müssen im Wald übernachten. Und dann hat sich der Sturm wieder gelegt. Kontrollieren wir wieder. Also die Rodler, gehen wir mal rückwärts, die in dem Schneesturm, Quecksilbersäule, war ja in der Nachrichtensendung, der Pinguin wird nicht bedient, und zwar wo? Ohrenwärmer sind nicht vorhanden, aber sie nehmen dafür, um an den Nordpol zu schreiben, braucht man. Und die Möhrennase muss in einem wo erscheinen, in einem mit I beginnend. Okay, eine Schneeflocke und Tipp-Ex. Also sie machen immer Tipp, 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 Tipp und dann ist Ex, dann ist die Schneeflocke weg. Also fünfmal Tipp, einmal Ex. So, Unternehmensberater in der Tundra. Also ich denke, die beraten in der Tundra Flechten, Moose, Steine, die übrig geblieben sind, ein paar kleine Sträucher. Auf jeden Fall müssen sie die beraten und das ist schon ein waghalsiges Unternehmen. So, Überfall, also ein Bernardiner. Der Herr, der da überfallen wird, ist in Wirklichkeit ein Bernardiner. Der ist nur in Schnee gefallen und wenn der sich einmal schüttelt, dann ist es dieser Riesenhund. Und dann nimmt natürlich der Herr Abstand davon. So, mein Sohn, der füttert also gerne Vögel und dann beobachtet er sie auch noch. Also manchmal kommt ein Kleiber und ein Buchfink. Aber wenn, dann ist es auf jeden Fall mein Sohn, der alle diese kennt. Dieser Bär, der Winterschlaf hält, der träumt natürlich vom Sommer und überlegt sich in dem Traum, welches Reisebüro er nutzen wird, um zum Sommerurlaub, wahrscheinlich zu einer Lachsfarm, zu fahren.
Jack trinkt sehr, sehr gerne Chai Latte. Gehörte früher auch zur Armee von Chinggis Khan. Hört sich fast so ähnlich an. Bei Chinggis Khan war auch noch Tschaikowski, glaube ich, enthalten. Ja. Und der Ziesel, der hat zum Geburtstag einen Laptop geschenkt bekommen. Und nun wünscht er sich natürlich händeringend eine Laptop-Tasche, denn es ist ja schließlich Winter und der Laptop soll ja nicht einfrieren. Und ein Ziesel ohne oder mit einem eingefrorenen Laptop ist nicht so toll. So, Schneeflocke. Tipp, 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 tipp. Und so, Tundra, wer soll dort wem beraten? Der Überfall in dem Schneemann ist was versteckt. Ein Tier. Wer füttert die Vögel? Wovon träumt der Bär? Der Jack, der trinkt etwas sehr gerne. Und dann haben wir noch zum Schluss das Ziesel gehabt. So, jetzt werden sie abgelenkt und jetzt ziehe ich mich mal bisschen zurück. So, und jetzt wird gleich das Bild erscheinen und Sie gehen von A bis Z alle Bilder durch, gucken nochmal, vielleicht stoppen Sie auch mal kurz das Video, aber in der Regel müsste die Zeit reichen. Und wenn Sie es nachher aufschreiben, schreiben Sie dahinter immer, wie sicher Sie sich waren mit Ihrer Erinnerung. Jetzt geht's los. Bitte noch nicht schreiben. So, jetzt werden Sie natürlich das aufschreiben von A bis Z. Geben Sie sich Punkte, so 4 Punkte, wenn es genau richtig ist, und schreiben Sie die Prozentzahl dahinter. So wie auch beim ersten Test sind auch hier wieder maximal 100 Punkte zu erreichen. Und ich denke mal, Sie werden jetzt wesentlich besser abschneiden als beim ersten Mal. Das ist übrigens fast noch wichtiger. Also Sie werden sich ziemlich sicher sein, dass Sie es wissen. Oder Sie werden sich genauso sicher sein, dass Sie es nicht wissen. Aber beides beruhigt. So, schön, dass Sie beim Test mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei uns auf der Internetseite mal wieder www.mindstation.de oder vielleicht auch in dem Shop.
mindmaps-shop.de. Herzlichst